Jesch und ich haben es schwer gesehen. Und auch bekannt unter dem Namen Buckelrennen. Und das kann man ja sehr schön sehen. Da hat ja hier aus Fettgewebe eine Buckel. Da kann man sehr schön einen Hänger reinkoppelen. Und so holt er sich ja jeden Tag sein eigenes Heu und Stroh. Und sozusagen, er versorgt sich selber. Aber nicht nur das macht er. Wir gehen auch hin und wieder mal mit der Jason einkaufen. Wenn jetzt een grillparty ansteht, dan gaan we met hem einkaufen. En ik kan euch versichern, er passen jede Menge Kasten Bier drauf. En natuurlijk ook voor die Kinder Limonade. So. De Jason komt ja oorspronkelijk aus Indien. En is op een gewisse Art und Weise een beetje heilig. Das heißt, wenn der Jason da die Straße überquert, dann halten die Leute ja schön an, warten bis er drüber ist und dann geben die ja wieder Gas wie die Verrückte, so wie das in Indien halt ist. So, ja, obwohl der Jason ja ein Zwergzebu ist und damit der kleinste Rinderrasse der Welt ist, kann der Jason sich ja auch relativ groß machen. Na Jason? Bei 2-1 und so. Wunderbar. Jo. So. Wie schon erwähnt, der Jason ist auf gewisse Art und Weise heilig. Und deswegen hat er sich den einen oder anderen von dem Papst abgeguckt. Sie wissen ja vielleicht, egal wo der Papst auftaucht, der muss ja immer die Leute berühren. Oder auch mal hin und wieder ein Küchen hier oder ein Küchen da. Dann ist man angeblich für ein ganzes Leben. Ja, gesegnet. Das mit das Berühren hast du mal mit den Jason. Weil er hat ja zwei potenzielle Waffen, das sind ja die Hörner. Und wenn die durch das Herz gehen, gibt man den Geist auf. Ja, das ist ja genau das Gegenteil. Aber der Jason möchte mal ein Küchen verschenken. So, Freiwillige. Keine, das ist immer wieder erstaunlich. So, dann bitte ich mal die kleine junge Dame hier rüberzukommen. So, dann bist du ja gesegnet danach. Ja? So. Habe ich allerdings erwähnt, dass er das mit Zungen macht? Nee, das machen wir natürlich ja auch nicht, weil das wäre ja zuständig. Aber du darfst ja mit Jason einfach verkaufen, dann darfst du ihm was geben. Und er weiß auch, warum wir das nicht machen. Weil der Jason ist gleichzeitig Sauberkönig. Ja? Jo, genau. Und dann magst du einfach so an dein Rückchen. Ich so. Ja, genau. Ja, da freut sich die Mama bestimmt. Und wir können dann gleich über die Wäscherei rechnen. So. So wie es sich gehört für ein Heiliger. Werden wir auch. Ja, mal ordentlich Abschied. So. Und runter. Ja, wunderbar. So. Dankeschön. Und dann ab den Jason. Feierabend. Da ist er morgen wieder dran. Ja, lass dich ruhig sein. Aber wir haben noch 2,5 Stunden vor uns. Jason! Hunger kannst du draußen kriegen. Gegessen wird zu Hause. Musst du jetzt auf den Tuch.